Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Zum AT-Alltag in dieser Woche in einem etwas anderen Format. Aber bevor das Gefecht hier losgeht, kurz Pause. Wir gucken auf das Setup drauf. Richtantrieb, Tarnnetz und Splitterschutz. Wir sehen Kronos in der Tier 10 Badget Artillerie. Und in der zweiten Runde, ihr seht es anhand des Titels, auch nochmal. Also ihr könnt auch in den Kommentaren ruhig mal schreiben, welche der beiden Runden euch besser gefallen hat. Wir sind hier in einem Großgefecht auf Hinterland unterwegs. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, ein etwas anderes Format. Es gab in den Kommentaren den Wunsch, da doch mal was anderes zu machen, beziehungsweise halt auch mal gute Runden zu zeigen und nicht jede Woche vielleicht oder fast jede Woche den Frust, den ich hier in den AT-Alltagen immer wieder habe. Und deswegen auch vielleicht der Aufruf für die Zukunft. Ihr habt das ja immer mal wieder gemacht, in sehr geringem Ausmaß, weil ich natürlich auch AT-Replays bisher so gut wie nie gezeigt habe. Aber wenn ihr gute Runden in der Artillerie habt, dann könnt ihr mir die ruhig schicken. Ich verspreche nichts. Ja, also ich kann euch jetzt nicht garantieren, genau wie bei den regulären Replay-Mittwochen oder an welchen Tagen auch immer es kommt, dass ich die Replays auch nehme. Aber gucken wir doch mal in den nächsten Wochen, was wir hier für schöne AT-Replays von euch bekommen. Und an alle AT-Hater, viel Spaß. Ja, Tier 10 Badget-Artillerie. Sie ist extrem mobil, sie hat einen volldrehbaren Turm, wobei die Turmdrehgeschwindigkeit aus der Hölle ist. Und wir wissen ja, die Artillerie hat einen Autoloader-Clip. Das heißt, drei Granaten im Magazin mit einem Intra-Clip-Reload von 10 Sekunden. Und ich werfe mal kurz einen Blick drauf. Der Clip-Reload sind Stock 8, nee, nicht 48, sondern wo steht's denn? 52 Sekunden sind es Stock. Und natürlich ist ein Großgefecht mit einer Artillerie immer ganz nett, weil erstens, es sind mehr Ziele da. Zweitens, die Karten sind größer, man wird damit nicht so einfach gecountert und es sind einfach mehr Hitpoints da. Man muss sich nicht so schnell verlegen. Also es ist einfach mehr Möglichkeiten für eine Artillerie hier zu arbeiten. Aber allein die Kartengröße und die Anzahl der Fahrzeuge ist einfach deutlich angenehmer. Der erste Clip habt ihr schon gesehen. Der hat ein bisschen Support-Damage gebracht. Hier der zweite Clip, die erste Granate, auch schon getroffen. Wobei wir nicht wissen, wie viel. Und hier der EN-100, hallo. Hätte man ein bisschen weiter nach hinten ziehen können. Das grundsätzliche Ding bei der 10er Badget-AT ist, dass man den Clip schlau anbringen muss und dass es die Situation entsprechend hergibt. Denn der Vorteil ist, und das habe ich in den Videos über die Artillerie auch immer schon wieder gesagt, ihr habt halt drei Granaten, die ihr innerhalb von 20 Sekunden raushauen könnt. Also erste Granate 10 Sekunden, zweite Granate 10 Sekunden, dritte Granate. Soweit klar. Und was ihr ja wisst, wenn ihr regelmäßig AT fahrt, was passiert, wenn man den Gegner trifft, er zieht das Medkit. Das heißt, der Stun ist weg. Also wenn ihr mit HE1 schießt. So. Und dann habt ihr ganz häufig das Problem, dass ihr dann halt wieder, je nachdem, welche Artillerie ihr spielt, sehr lange im Reload rumsteht. Und der Vorteil der 10er Badget ist, und das wissen halt viele der Spieler oder vergessen das einfach, weil sie instinktiv mit der ersten Granate ihr Medkit ziehen, um den Stun wegzunehmen, dass nach 10 Sekunden, wenn sie sich nicht komplett in Deckung begeben, der zweite Schuss kommt und dann stehen sie im Stun rum und wenn dann euer Team in Reichweite ist und Schaden machen kann, dann könnt ihr unheimlich gut Support-Damage sammeln. Das klingt in der Theorie einfach, ist es in der Praxis aber tatsächlich nicht unbedingt. Gerade in den normalen Standardgefechten gibt es die Karte oder die Spielsituation halt nicht immer her. Da kommt die Großgefechtskarte oder das Großgefecht dem Ganzen jedenfalls ein Stück entgegen. Da funktioniert das stellenweise einfach deutlich besser als auf den Standard, bei den Standardgefechten. Und natürlich sollte das Ziel hier auch sein, nicht nur ein Fahrzeug mit den Granaten zu stunnen, sondern am besten mehrere. Und wenn ihr das schafft und dann halt von so einer Gruppe zwei ihr Medkit ziehen und einer nicht und ihr nach 10 Sekunden nochmal drauf knallt, ist das einfach, das ist Zucker für Artilleriespieler, ja. Wie gesagt, es ist halt nicht ganz so einfach, aber das ist so die grundlegende Taktik,
die man mit dieser Artillerie verfolgen sollte. Ansonsten, ihr seid halt extrem mobil. Ihr habt einen 62er Topspeed, den schafft ihr auf harten Böden definitiv, auf weichen, auf mittleren nicht ganz und auf weichen definitiv nicht. Aber ihr seid auf jeden Fall super flexibel, auch durch euren volldrehbaren Turm, um auf das Gefechts, auf die Gefechtssituation zu reagieren und euch halt vor allen Dingen auch zu verlegen. Dagegen steht halt einfach dieser lange, oh ja, genau, solche Schüsse will man haben. Dagegen steht halt einfach dieser sehr, sehr lange Clip-Reload. Und das war jetzt gerade sehr, sehr viel Pech. Klar, die Granaten sind natürlich auch auf einer Großgefechtskarte deutlich länger unterwegs, weil einfach die Entfernungen deutlich höher sind. Da muss man manchmal bei solchen Gruppierungen, wenn die sich bewegen, entweder ein bisschen Geduld mitbringen oder man muss halt gut antizipieren können. Oder halt einfach Geduld haben. Ich hatte Glück gehabt. Ja, der brennt. Der hat ihn durchschlagen. Das war ein Durchschlag. Und angezündet in die Seite des Kranwagen. Geil. Fetzt. Also, oder halt Geduld haben, bis dann mal so eine mobile Gruppierung wie hier der TVP T5051 einfach stehen bleibt. Aber ja, ich weiß, das ist schwierig und Geduld habe ich auch nicht immer. Und manchmal wird man dann trotzdem nicht belohnt, obwohl man Geduld hat. Es steht 11-6. Das Team von Kronos führt mit 9000 Hitpoints. Er schreibt selber, I need 1200 Damage for Mission, please. Okay, wir gucken mal kurz drauf. Es müsste im Replayer eigentlich angezeigt werden. Kriegsgötter hat er hier. Hauptbedingung, beenden Sie das Gefecht mit den meisten Erfahrungen Ihres Teams. Ermöglichen Sie Ihren Verbündeten 2100 Schadenspunkte. Und die Nebenbedingung, verursachen Sie 2700 Schadenspunkte an Gegnerfahrzeugen, gewinnen Sie das Gefecht. Okay. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt mit den 1200 meint, aber das Ding ist halt, wenn wir nochmal kurz drauf gucken, die meisten Erfahrungen Ihres Teams. Das ist schon schwer in der Artillerie, denn das ist eigentlich fast egal, auf welcher Tierstufe das erst stattfindet. Wir wissen ja, dass einfach die XP-Vergabe, wie man oder wofür man Erfahrungspunkte im Spiel bekommt, benachteiligt aktiv die Klasse der Artillerie. Das heißt, im Vergleich zu anderen Panzerklassen bekommt man im Grunde bei gleichwertiger Leistung, was jetzt Schaden und Support angeht, immer weniger XP, weil man in aller Regel, in fast allen Fällen, den Schaden, den man selber macht, natürlich sich nicht selber spottet, weil man halt irgendwo hinten rumsteht, was halt typisch für die Artillerie ist. Und dadurch bekommt man immer schon mal einen XP-Malus, weil man für Schaden, den man an Fahrzeugen verursacht, die man selber nicht gespottet hat oder die man selber nicht sieht, bekommt man weniger Erfahrungspunkte. Das ist auch auf den anderen Fahrzeugen so, nur in der Regel sind die Situationen, wo man die Fahrzeuge, hier ist übrigens ein Replay-Bug, wenn das Fahrtenkreuz wegwandert, also sind die Situationen viel, viel seltener, dass man den Schaden, den man an Fahrzeugen macht, sich nicht, also nicht selber spottet, als halt in der Artillerie. Und deswegen ist man in dieser Klasse aktiv, was die XP-Angabe angeht, benachteiligt. Und das gleicht auch Wargaming nicht in irgendeiner Form aus. Also es gibt keine extra Regeln für die Artillerie. Und deswegen ist diese Bedingung oder diese Bedingung dieser Mission so absolut unfair, wenn man als Artillerie die meisten XP bekommen soll. Man muss also so viel mehr machen als seine regulären Teammates, die halt nicht in der Artillerie sitzen, um den höchsten XP-Wert zu bekommen, dass einfach die Runden, wo das dann mal passiert, die sind so extrem selten. Und deswegen ist das eine richtig, richtig beschissene Mission für eine Artillerie. Und ich kann auch ehrlich gesagt grundsätzlich nicht verstehen, warum Wargaming das nicht irgendwie mal ändert. Dass man sagt, den XP-Malus, oh, schön, schön den EV rausgenommen, den XP-Malus für Artillerien, den gibt es entweder nicht bei nicht selber gespotteten Schaden oder man relativiert das damit, dass der Malus einfach nicht zu hoch ist, wie bei den anderen Fahrzeugen, also bei Nicht-Artillerien. Aber wir wissen ja, wie das mit Artillerie im Spiel ist. Mal abgesehen von ihrer grundsätzlichen Leistungsfähigkeit wird ja, naja, ich sag jetzt polemisch, alles dafür getan, um die Klasse so unattraktiv wie möglich zu gestalten.
Sie ist natürlich auch bei den Spielern nicht angesehen, das wissen wir ja, und dadurch entsteht einfach ein Bild von der Klasse, wo man nicht drüber reden müssen. Also das will ich heute auch gar nicht in dem Video hier thematisieren. Aber wie gesagt, das ist halt sehr, sehr ärgerlich, wenn man die meisten XP machen soll, wenn man dann halt noch aktiv in der Vergabe benachteiligt wird. So, die Runde ist durch. Er macht hier 2500 Damage und 2300 Support. Es waren aber noch ein paar Blindschüsse mit dabei und deswegen gucken wir mal in die Auswertung. Kronos bekommt das Panzerass mit dieser Runde und den Unterstützer. Er macht insgesamt 3500 Schadenspunkte. Da waren halt noch ein paar Blindschüsse mit dabei. Der schönste Treffer natürlich auf den Kranwagen in die Seite durchschlagen. 3 Kills, 993 XP. Basis. Und da sehen wir schon, wie frustrierend das ist. Okay, der Leopard macht halt einfach 6000 Damage und nicht ganz so viel Support. Und der TVP macht halt weniger Damage. Der macht weniger Support. Also er macht weniger Schaden, weniger Support, macht ein Kill mehr und bekommt einfach mehr, trotzdem mehr XP. Und das ist genau das, wovon ich spreche. Das ist so unheimlich frustrierend. Und das hängt halt einfach hiermit zusammen. Natürlich ist der Schaden, den Kronos hier in seiner Artillerie macht, alles über 300 Meter. Und das ist ein sehr, sehr gutes Indiz dafür, dass natürlich der Schaden nicht selber gespottet war. Und dann musst du in der Mission halt die meiste XP machen. Und das kann es irgendwie nicht sein. Das ist halt scheiße. Und das nervt mich persönlich sehr. Am Ende 3700 XP mit Tagessieg. Eine sehr, sehr schöne Runde. Kann man nichts dazu sagen. Mit ein bisschen Glück hat auch den Kranwagen geärgert. Aber das mit der Mission ist halt wirklich, wirklich ärgerlich. Und wenn wir schon keine Großgefechtskarte kriegen, dann wenigstens Prokhorovka, eine der besten Artillerie-Maps, die wir im Spiel haben. Und hier sehen wir Meborg aus meinem Community-Clan, ein sehr, sehr großer Arti-Liebhaber. Und wir sehen schon, er hat auf seiner Tier 10 Badget Arti eine zweite Gunmark drauf. Und ich bin sehr gespannt, was er uns hier in dieser Runde zeigen wird. Und ich kann jetzt schon mal vorausschicken, ich habe ja das Endergebnis schon gesehen. Wenn die erste Runde gut war, dann ist die Runde hier, glaube ich, sehr gut. Einfach was den ausgeteilten Schaden und den Unterstützungsschaden angeht. Prokhorovka, wie gesagt, eine der besten Artillerie-Maps, wobei man hier natürlich auf die Mobilität der Badget-Arti wie auch auf vielen anderen Maps nicht so primär angewiesen ist. Nichtsdestotrotz ist es so, man hat ja hier zwei Optionen, wo man sich hinstellen kann, wie auf ganz vielen Maps natürlich. Man steht entweder irgendwo auf der 1-2-Linie, also K1, K2 oder A1 oder A2, oder man steht halt hinten in der Senke bei K8 oder bei A6. Ich habe schon netter Hit hier. Das ist das H-Hit. Was schießt er hier? Das ist HE1, aber er hat... Hat er hier AP drinne? Ich glaube, er schießt hier gerade AP. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Das ist AP. Also hier sehen wir mal einen Artillerie-Experten, der mit dem ersten Clip mal eben mit AP unterwegs ist und hier zwei Schuss in Schaden umwandelt. Jetzt lädt er auf HE1 um. Und ich gucke jetzt halt mal drauf. Mit AP hat er 310 mm Durchschlagsleistung. Ja, da hat er zwei Schuss schön in Schaden umgewandelt. Ja, also man steht entweder auf K1, K2 oder halt K7, beziehungsweise halt auf der anderen Seite da A1, A2 oder A6. Ich habe ganz oft in den letzten Jahren immer auf der Position A6 oder halt K7, K8 gestanden. Dort wird man aber des Öfteren mal gecountert, als wenn man auf A1 oder A2 steht. Deswegen habe ich mir auch angewöhnt, immer auf die 1er oder 2er Linie mit der Artillerie zu fahren. In der Regel stehen da mehr Leute und man hat immer noch ein bisschen besser Support. Und natürlich ist der Vorteil, dass man dann, wenn es notwendig ist, mit der Badget-Art, die sich immer noch auf die andere Seite verlegen kann. So, jetzt geht's weiter hier in die Mitte. Objekt 780. Er verlegt sich hier auch zwischen den Schüssen, weil er gar keine Lust hat, hier groß gecountert zu werden. Interessant ist, dass er... Du scheinst dieses Geklicke auf die Minimap nicht zu kennen, um den Ausschnitt direkt zu wählen. Aber okay. Hier ist 4.
207. Ja. Und auch hier wieder verlegen, damit man nicht gecountert wird. Also ich weiß, dass Maybok wirklich ein sehr, sehr guter Artilleriespieler ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht. Und ich fand auch den Einsatz gerade am Anfang mit der AP-Munition interessant. Ich finde das deswegen so spannend, weil gerade am Anfang, wenn Ziele aufgehen, sie in aller Regel ja noch in der Bewegung sind, um die Position anzufahren, wo sie eigentlich hinwollen. Und da dann doch mehr Bewegung drin ist, als vielleicht jetzt. Wobei auf der anderen Seite, wenn dann hier so ein Hull-Down-Fahrzeug einmal steht, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit da mit AP, bei so einem Chieftain, wenn man ihn dann treffen sollte, durchzukommen, nicht unbedingt groß. Aber... Oh, der ging völlig daneben, schade. Aber man kann halt beides versuchen, ne? AP direkt am Anfang oder auch mittendrin, wenn da man sieht, dass weiche Ziele des Öfteren offen sind oder auch dabei sind. Was ich auch spannend finde bei Maybrook, obwohl er hier der Artillerie-Experte ist, schießt er oder nutzt er nicht den alternativen Modus und er zielt auch recht weit vor. Also... Ich hätte jetzt zum Beispiel eher so gezielt, dass die Linie beim IS-4 hängen bleibt, aber er schießt direkt ihm vor die Füße und läuft damit aber Gefahr, dass die Granate irgendwann vorher schon runterfällt. Na, hier zielt er eher dahinter. Ja, macht hier kontinuierlich seinen Schaden. Und jetzt hat er wieder AP drinne. Okay. Jetzt hat er wieder AP drinne. Wir lassen mal nachladen. Machen mal ein bisschen Zeitbeschleunigung hier, weil der Reload ist immer relativ uninteressant natürlich. So, E100, ne? Mit 310 mm. Da muss er aber auch gut treffen. So, er ist fast nachgeladen. Die AP-Granate ist natürlich auch schneller am Ziel, weil sie auch die deutlich flachere Flugbahn hat. Von den Fluggeschwindigkeiten selber her ist das noch nicht mal relevant. So, E5, da kommt er nicht ran. Er sucht sich jetzt das Ziel. Chieftain ist, wenn der halt Hull Down steht, weiß ich nicht, ob man da so... Na, den Blindschuss machst du jetzt... Jetzt bin ich gespannt. Wow. Okay. Also anscheinend AP mit der Badget RT. Ich muss es vielleicht dann doch mal wieder in einem RT-Alltag probieren, obwohl ich jetzt eigentlich in den nächsten Wochen lieber auf eure Replays zurückgreifen wollte. Also nochmal der Hinweis, wenn ihr schöne, gute RT-Replays habt, dann schickt mir die mal bitte. Es wäre doch wunderbar, wenn wir da mal ein paar schöne Runden sehen würden. So, jetzt hier, Objekt. Ja, er trifft es. Die Frage ist natürlich, wo er das Objekt getroffen hat, aber das ist das Problem bei AP. Wenn du triffst, hast du noch nicht die Garantie, dass die Granate sich auch gelohnt hat. Du musst am Ende auch noch durchschlagen. Und das ist natürlich hier bei solchen Fahrzeugen wie einen Jagd-E, Hull-Down, Chieftain. Warum hast du den Schuss jetzt genommen? Okay, das ist interessant. Der nächste AP-Clip ist am Nachladen. Wir machen hier wieder ein bisschen doppelte Geschwindigkeit, weil den Clip-Reload, den können wir durchaus überspringen. Das Schöne an Prokhorovka ist halt auch, dass, wenn die Runde eine Weile dauert, man hier wirklich eigentlich immer Ziele hat. Das ist halt auf anderen auf anderen Maps halt nicht so, weil da halt einfach die Karte nicht so offen ist. Aber Prokhorovka mit einem Gefecht, was lange geht, ist eigentlich fast immer eine Garantie, dass du in der Artillerie wirklich eine gute Runde ablieferst. Ob du sie am Ende gewinnst, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber je länger die Runde auf Prokhorovka läuft, desto besser kann sie eigentlich für dich als Artillerist auch nur werden. So, nochmal IS-4. Ne, der steht genau in Verlängerung des Steins. Jetzt bin ich gespannt. Er guckt da. Jetzt, er hat den Schuss gesetzt. Ja, ne. Bleibt da am Stein hängen. Und das ist natürlich bei so einer Autoloader-Arti mit 3 Granaten und einem über 50-sekündigen Stock-Reload ist es natürlich echt tricky. So, der EN-100, der nutzt da gut das Frack. So, Maybok geht da ins Ziel rein. Er wartet jetzt. Ja. Also das war jetzt schon mit Ansage, dass die Granate da abprallt. Da wäre halt jetzt HE deutlich besser gewesen, weil da hätte er getroffen und auf mindestens Stun gemacht. Jedenfalls bei HE1. Aber ja, aus dem Winkel war fast, das war fast mit Ansage, dass die Granate abprallt. So, nochmal der Jagd-E jetzt hier. Jetzt bin ich gespannt. Schuss ist raus. Ach. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass der abprallt, aber nein, der trifft. Wir sind bei 2600 Schadenspunkten und jetzt wird es ihm hier zu bunt. Man sieht es. Ne, ich hätte gedacht, der fährt jetzt rüber.
Aber nee, der Hill wird ja auch schon gepusht. Also so langsam wird es tricky. Es steht 4 zu 5. Eigentlich wäre das Ziel erstmal den EN100 rauszubekommen. Jetzt ist er wieder auf HE. So, gleich ist er nachgeladen. Ah, schön. Er macht auch noch irgendwas kaputt. Der EN100 ist gestunt, er kriegt Support Damage. Und weiter geht es mit dem Jagd. Jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Er hat sich jetzt hier ein bisschen weit auf die Freifläche begeben. Aber der Hill ist gerade gefallen. Er sollte jetzt also schleunigst den letzten Schuss aus dem Clip jetzt hier raushauen und sich dann wieder verlegen. So, Jagd eh. Ja, 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 komm schon. Und vor ihm vor die Füße splashen. Ja. Also das hat natürlich einen Vorteil, wenn man vor den Panzer splasht, dass man da der Splash halt in die weichen Teile des Panzers geht, wenn man das so sagen kann. Ich versuche dann immer ganz gerne neben dem Panzer zu splashen, weil da natürlich auch in der Regel die Panzerung nicht so dick ist. Klar, den Volltreffer kann man immer versuchen. Wir haben aber auch schon ganz oft in den Arti-Alltagen von mir oder auch in meinen Livestreams gesehen, dass ein Volltreffer bei solchen Fahrzeugen wie einem Jagd-E auch gerne mal dazu führen kann, dass man ihn zwar trifft, also ja, Volltreffer halt, man trifft ihn, aber man macht halt keinen Damage. Weil man halt irgendwas am Panzer trifft, wo die Panzerung so dick ist, dass man einfach keinen Schaden macht. Gerade wenn man halt, es stehen sie da schon in der Senke drin, ne? Gerade wenn man halt frontal das Fahrzeug trifft. Deswegen halt der Splash, so wie es Meborg macht, vor dem Panzer oder halt neben dem Panzer. Oder man sucht sich halt ein anderes Ziel, wo man in die Seite kloppen kann. Das geht natürlich auch. So, das Objekt. Das war knapp. Der war noch nicht wirklich voll eingezielt, der Schuss. Das war sportlich. Er stand natürlich auch den eigenen dabei, aber in solchen Situationen muss man immer so ein bisschen abwiegen, ob man den Schuss jetzt setzt, ob das... Oh, der EBR, der rammt fast das Objekt. Da muss man halt abwägen, ob man den Schuss setzt. Und den eigenen Mitstand oder ob man es nicht macht. Da muss man mal so ein bisschen auf die Hitpoints gucken, auf die Situation. So, er verlegt sich jetzt ein Stück weit nach vorne. Jetzt muss er aufpassen. Er kann jetzt vom Objekt hier, glaube ich, schon gespottet werden, wenn er Pech hat. Er ist jetzt im Nachladen, bitte wieder mit HE1. Ich hoffe, dass das 260er Objekt in der Mitte den Cross spotten würde. Ja, tut es. So, und er hat sich jetzt extra ein Stück weiter vorverlegt, weil er natürlich da hinten in die Senke reinwirken will. Er will, wenn dort Gegner aufgehen, natürlich helfen und verhindern, dass die da den Cross auf der K-Linie spielen. So, da wieder auf den Jagd-E. Hallo, vor die Füße. Ne, diesmal voll drauf. Wieder 300, fast 300 Damage. Also er macht kontinuierlich seinen Schaden. Er ist jetzt schon bei 4100 Schadenspunkten. Und 2600 Support. Und das, obwohl da einige AP-Clips dabei waren. Und ein AP-Clip hat er im Übrigen noch. Ah, diesmal nur angesplasht. Support kriegt er da leider nicht. Es steht 8 zu 9. Sein Team liegt zwar den Hitpoints hinten, aber es ist noch alles drinne. Und wie gesagt, je länger die Runde auf Prokhorovka läuft, umso mehr spielt das hier in die Hände des Artilleristen. So, er verlegt sich jetzt wieder. Wir sind im Nachladen. Ich habe wieder beschleunigt die Zeit, damit wir den Clip-Reload überbrücken können. Da ist das Objekt wieder offen. So. Da ist das 87. Ja, das ist mit einem Glückstreffer ein One-Shot. Wow. Und jetzt haben wir genau das gesehen, wovon ich gesprochen habe. Er trifft das Objekt voll und macht aber nur Stun oder nicht mal Damage. Und das ist natürlich extrem ärgerlich. So, 430. Kann er stunnen, kriegt aber keinen Support. Keiner ist da, um es raus. Doch, jetzt nimmt das jemand raus. Er ist bei 3100 Unterstützungsschaden. Da kommt jetzt der Push, der Rhino. Oh, schade. Nur Splash. So, und so langsam gehen ihm die Granaten aus. Er hat noch zwei Clips mit HE1 und einen Clip mit AP. Aber wir sehen schon, die Zeit ist so weit fortgeschritten. Also du kriegst die im Grunde nicht leer geschossen, die Artillerie hier. Es steht 10 zu 10. Also im Moment sieht es danach aus, als ob das ein Unentschieden wird. So, das 87. Da ist der Chieftain vom Gegner. So, er ist jetzt nachgeladen. Schuss geht raus. Trifft, setzt ihn auf Kette. Aber es ist einfach niemand da, der Schaden machen kann.
So, und so mittlerweile ist ja noch eine Arti irgendwo. Können wir uns, glaube ich, da abschminken, dass wir hier noch ein Gewinnerteam sehen werden. So, und da ist der Stritzwagen. Noch 12 Sekunden. Ja, kriegt er da nochmal Support? Komm schon. Er trifft ihn. Aber die Schüsse kamen vorher schon. Von daher, jetzt sind wir wieder am Reload. Und jetzt ist die Runde vorbei. Aber wir sehen es. 4600 Schadenspunkte und 4300 Support. Und das trotz einiger AP-Clips. Die Runde geht unentschieden aus. Trotzdem bekommt Meborg hier das Panzers. Und die Gorse Medal und den Unterstützer. Er macht insgesamt 4735 Schadenspunkte. Ein Kill und ist sogar hier in dieser Runde, wir haben es im ersten Gefecht ja besprochen, der Beste von den Erfahrungspunkten aus seinem Team. Wobei ich nicht weiß, ob die Nebenbedingung noch war, dass man die Runde gewinnen muss. Also ich bin mir nicht sicher, ob man mit der Runde die Mission von Kronos abgeschlossen hätte. 4300 Support, also insgesamt 9000 kombinierter Schaden. Und das muss man dann doch erstmal in einer Artillerie machen. Auch wenn das natürlich eine 10er AT ist, aber 9000 kombinierter Schaden. Das hilft natürlich sehr, dass Meborg hier näher zur dritten Gunmark auf der Badget AT kommt. 33.000 Credits plus ohne Premium Account und 956 Erfahrungspunkte mit dem Bonus, den es hier noch gibt. Ich hoffe, die beiden Runden haben euch gefallen. Lasst mir gerne mal eure Meinung da, welche von beiden jetzt besser war. Die AP-Runde oder teilweise AP-Runde von Meborg oder der lustige Durchschlag auf den Kranwagen von Kronos. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten der Aufruf, schickt mir gerne eure Artillerie-Replays entweder an meine E-Mail-Adresse oher.yt@gmail.com oder über meinen Discord. Die Links dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt Gamonfen, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.